Also, wir haben ein paar neue Teile für diese Session montiert. Hoffentlich erhöhen Sie die Geschwindigkeit des Autos noch ein wenig. Okay, dein Ziel ist es, möglichst viele Kurventore so schnell und präzise wie möglich zu durchfahren. Vergiss nicht, in der DRS-Zone dein DRS zu aktivieren. Thank you.
Du näherst dich der DRS-Zone. Behalte für den Aktivierungsbereich deine MFA im Auge. Gute Arbeit. Du scheinst die Strecke schon gut im Griff zu haben. Versuchen wir jetzt, jede Runde zu perfektionieren. Denk daran, dass du einen Beständigkeitsbonus erhältst, wenn du mehrere Kurven hintereinander meisterst. Großartig. Du scheinst ein gutes Verständnis für diese Strecke zu haben.
Okay, Test abgeschlossen. Das war wirklich gute Arbeit. Wir haben ein paar wertvolle Informationen daraus gezogen. An die Box, bevor dir das Benzin ausgeht. Boxenstopp innerhalb von 2 Runden. Komm diese Runde herein, bitte. Boxenstopp in dieser Runde. Unser Benzin reicht nicht für eine weitere Runde. Der Tank ist leer. Du bist momentan auf P13. Er ist auf Rang 4. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1:14,3. Deine Rundenzeiten fallen zurück. Komm zur Reparatur an die Box. Box! Box! Reparaturarbeiten am Wagen haben uns etwas Zeit gekostet. Ich weiß, es ist verlockend, sich ganz und gar auf das Rennen zu konzentrieren. Aber wir sollten die Qualifying-Simulation nicht gänzlich.
diesem Test geht es vor allem um Reifenmanagement. Versuche das Ausbrechen in jeder Kurve zu kontrollieren und sei besonders beim Beschleunigen am Kurvenscheitelpunkt vorsichtig.